Ja, Leute, ich begrüße euch zurück zu Star Wars The Force Unleashed. Das wird nun definitiv die letzte Aufnahmesession sein, denn wir haben das Hauptspiel durch, wir haben das erste Zusatzlevel durch, wir haben das zweite Zusatzlevel im Jedi-Tempel gespielt und jetzt erwartet uns noch das letzte Zusatzlevel auf Tatooine. Und das starten wir jetzt. Schwierigkeit wie gehabt. Und dann bin ich gespannt auf das letzte Zusatzlevel. Die ersten beiden waren ja recht gut, wobei mir der Jedi-Tempel ehrlich gesagt ein bisschen besser gefallen hat als die Eiswelt. Und jetzt mal schauen, was uns auf dem Wüstenplaneten Tatooine so alles erwartet. Hoffentlich kein Podrennen. Da würde ich mit Sicherheit ohne Ende failen. Und warum ist der Ladebildschirm so verflucht lang? Autosave. A long time ago, in a galaxy far, far away. Wie gehabt, ich lese auf Englisch, ihr könnt ja mitlesen. Star Wars. A fragile hope. It is a period of civil war. Rebel spaceships striking from a hidden base have won their first victory against the evil Galactic Empire. During the battle, Rebel spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, the Death Star. An armored space station with enough power to destroy an entire planet. Tracking the plans to Tatooine, the Emperor dispatches Starkiller, the Sith assassin who destroyed Darth Vader, to retrieve them before the Rebel Alliance can restore freedom to the galaxy. Ja, das klingt ganz danach, als sind wir wieder der gute alte Sith-Assassine, Starkiller, und nicht wie im Jedi-Tempel der gute Junge, der seinen Vater sucht. Sondern wir sind wieder im Auftrag des Imperators unterwegs. Freunde, dann bin ich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ja, nun aber hopp. Reicht jetzt. Ja, war's. Mensch, die Kutte ist kaputt. Wie sieht das denn aus? Dass sie noch keinen Erfolg hatten beim Verfolgen ihrer Ziele, mein Lehrling. Hat der irgendwie eine andere Stimme? Der Imperator? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Nein, mein Meister. Wie ich es erwartet habe, sie werden zum Palast von Jabba dem Hutt weitergehen. Seine Spione sind die einzige zuverlässige Quelle auf diesem Schandfleck eines Planeten. Er wird wissen, wo wir die Droiden finden. Ich werde sie nicht enttäuschen, Meister. Wir werden ja sehen. Ja, Hauptsache die Synchronisierung war vom Feinsten. Dringen Sie in den Palast von Jabba dem Hutt ein. Was ist denn mit meiner Framerate los? Jetzt geht das wieder. Ja,
Die Synchronisierung eben in der Zwischensequenz, die war ja mal unter aller Kanone. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier so alles erwartet. Mein Lord, hier ist Captain Barros. Der Imperator hat mich angewiesen, Ihnen bei Bedarf zu helfen. Jo. Also gut, Captain. Fahren Sie fort. Jawohl, mein Lord. Scheinbar haben Sie bereits die Javas entdeckt. Ja. Scheußliche Kreaturen. Ja, das ist wohl wahr. Leute, ich muss mal kurz gucken. Irgendwas ist mit der Framerate nicht in Ordnung. Ob im Hintergrund da irgendwas läuft, was nicht laufen soll. Bin gleich wieder da. So, mal schauen, ob es jetzt wieder besser läuft. Gucken wir mal. Das sieht doch um einiges besser aus. Gut, dann geht's hier weiter. Was ist da? Fallen Steine. Irgendwie ist es hier sehr ruhig. Entfernen Sie den Sandkriecher, der die Brücke blockiert. Na, kein Ding. Machen wir doch mit links. Wir haben schließlich einen ganzen... Oh, ihr Penner, einen ganzen Sternzerstörer vom Himmel geholt. Da werden wir es ja wohl auch schaffen. Ja, ja, Ruhe. So einen blöden Sandkriecher da wegzubekommen. Kann ja so schwer nicht sein. Sind ja echt nur Javas, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Hallöchen. Da oben ist irgendein Überwachungs... Hoppala! Ihr kleinen Biester! Ja, ja, dann. Die schmeißen hier nämlich... Oh, huch. Oh, den habe ich ja getroffen. Na! Die schmeißen nämlich alles Mögliche nach mir, wollte ich sagen. Bevorzugt irgendwelche... Granaten. Und machen ganz schönes Gezappele, wenn ich sie vernichte. Ist ja nervig. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir mit dem Sandkriecher hier so anstellen können. Da ist noch ein Java. Ich sehe ihn ganz genau. Ich sehe dich. Ich sehe euch. Was seid ihr denn? Seid ihr jetzt? Ja, seid ihr. Dann den Java noch. Da ist ja noch einer. Komm her. Kleiner Pimpf. Ist nun gut. Ist das ein Java-Spawner? Unsere Scanner zeigen, dass ihre Route von einem Sandkriecher der Javas blockiert wird. Wenn Sie einen Weg finden, eine sehr große Menge der Macht auf die Seite des Sandkriechers einwirken zu lassen, könnte das Ihre Route freimachen. Guck mal, das kriege ich hin. Und zack. Läuft. Es läuft. Damit wäre Problem Nummer 1 erledigt. Und wir gucken, was uns als nächstes erwartet. Da war ein Autosave. Das hört sich irgendwie ungesund an. Ah ja. Ah, was mache ich denn hier? Wow. Oh, das war knapp. Java, Gefangene und was stand da noch? Ich konnte so schnell nicht lesen. Na, komm her, du Kleiner. Da oben ist noch einer. Woll. Ach, das sind die Java-Sniper sozusagen. Ja, sozusagen. Nein. Na doch. Okay. Da ist doch schon der Palast. Von Jabba the Hutt. Von Jabba dem Hut, wie es so toll auf Deutsch übersetzt wurde. Mein Gott, warum ist denn hier nichts los? Da drinnen geht jetzt bestimmt die Party ab, vom Feinsten. Überladen Sie das Sicherungssystem der Palasttür. Ja, komm mal ran. Du
Ah. Du. Du. Jetzt habe ich keine Blitze mehr. Lad auf. Lad auf. Zack. So. So. Das war's. Treffen Sie sich mit Jabba dem Hutt. Ach, die Bude ist offen. Was rot ist, heißt nichts Gutes. Aha. Was stand da gerade? Ich komme her, um zu sterben. Was willst du denn? Wow! Leute. Was soll das denn? Okay, 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 okay. Hallo? Ich will das Rote. Gib mir das. Du noch. Oh nein, das sind ja wieder gar nicht viele oder so. Nein. Lalalala. Na. Ach, die Kamera dreht sich wieder nicht mit. Zack. Na, wo slide da hin? Aufstieg. Na, nun. Lass mich. Oh, krieg ich den mit dem Blitz? Tatsächlich. Du rennst hier einfach nur stur gegen die Wand. Finde ich ja sehr nett. Nein. Ja, komm, Zack. Grunzende Schweine auf zwei Beinen, die Äxte haben. Willkommen im Star Wars Universum. Ne, jetzt will ich aber erst nochmal... gucken, ob hier drinnen irgendwas ist. Außer dem Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Aber man weiß ja nie. Wir können ja hier mal ein bisschen durchsuchen. Ja, hier ist auch nichts. Gucken wir mal weiter. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte, beziehungsweise was ich gefragt worden bin. Nächstes Projekt, nächstes LP, wenn das hier zu Ende ist, was ja nicht mehr allzu lange dauert. Ich habe ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich Star Wars The Force Unleashed 2 wohl, huch, hier sind wir hergekommen, wohl erst LPen werde, wenn es günstiger zu haben ist. Ansonsten weiß ich nicht im Moment genau, was das nächste Projekt wird. Ich habe ein paar Spiele im Auge, habe mich aber noch nicht entschieden, weiß auch noch nicht, wann ich ein neues Projekt starte. Kann sein, dass ich erstmal eine Zeit lang nur Dragon Age aufnehme und appe. Mal gucken. Das überlege ich mir dann spontan, wie es passt, zeitlich. Der allmächtige und gütige Jabba würde gerne... Ja, das wollte ich nur sagen. Das Imperium sucht nach zwei Droiden, Astromech und Protokoll, die zusammenreißen. Sie werden für jede Information entlohnt, die ihre Spione liefern können. Ano Droida Tatooine. Makuna Shirakt Aloha. Sir, Garinden berichtete, dass er zwei solcher Droiden in Mos Eisley gesehen hat. Master! Das kennen wir doch.